Ein herzliches Sportfrei und Gruß an alle Fußballfreunde und natürlich für Sie zu Hause oder wo auch immer Sie jetzt diesen Livestream, diesen Testkick zwischen dem FSV Zwickau und der SG Dynamo Dresden verfolgen. Noch ein prächtiges, vor allem gesundes 2023. 2022 war ja eher in vielen Bereichen so lala. Das kann in diesem Jahr gerne besser werden und das wünschen wir Ihnen persönlich natürlich auch hier aus der gesamten Sport im Osten Redaktion. Freundschaftsspiel, das diesen Namen auch wirklich mal verdient, denn Dresden und Zwickau mögen und schätzen sich. Die Fanlager sind, Sie wissen das, gut miteinander befreundet, da unterstützt man sich, wo man nur kann. Heute geht es aber darum, sich nochmal einen ordentlichen Feinschliff zu verpassen und für die Akteure, die gleich auf den Rasen kommen werden, im Zwickauer Stadion sich anzubieten für den Start in das neue Fußballjahr in der dritten Liga. Die letzten beiden Partien der Hinrunde stehen ja erstmal noch auf dem Programm. Der FSV eröffnet das Drittliga-Fußballjahr in 10 Tagen, nächste Woche Freitag, zu Hause gegen Oldenburg. Das ist direkt mal ein richtig heißes Duell. Der Tabellennachbarn, Zwickau 17. aktuell, die erste Mannschaft unter dem Strich mit 16 Punkten, Oldenburg punktgleich, aber mehr geschossene Tore. Beiden haben minus 12 in Sachen Torverhältnis, aber der VfB, der Aufsteiger, hat eben 6 Tore mehr geschossen als der FSV Zwickau. Das ist dann auch schon die große Baustelle, vor allem bei den Westsachsen, dass man zu wenig Tore schießt. Das hat man aber beim letzten Testspiel, dem ja, bislang einzigen in dieser kurzen Wintervorbereitung, sehr gut gelöst. 3 Tore dem ersten FC Magdeburg eingeschenkt. Auswärts kurz vor dem Jahreswechsel gab es da ein 3:2. Bei Dynamo Dresden gab es schon ein Trainingslager zwischendurch. Man war in Belek in der Türkei, hat da intensiv gearbeitet. 2 gute Testspiele absolviert, gegen einen südafrikanischen Erstligisten 2:1 gewonnen und gegen den italienischen Traditionsverein aus der Serie A, Sampdoria Genua, nach 0:2 noch ein 2:2 geholt. Keine Zuschauer bei diesem Testspiel. Das hat einen einfachen Grund. Die Sanitäranlagen in Zwickau sind aktuell aufgrund von Baumaßnahmen nicht zu benutzen. Und bevor da alle irgendwie in die Gänge pullern, da lässt man lieber keine Zuschauer eben rein bei diesem Spiel. Da haben wir eben dann auch jetzt hier perfekt die Gelegenheit, Ihnen dieses Spiel per Livestream dann trotzdem mit nach Hause zu bringen, damit Sie sehen können, wo Ihre Lieblinge in der Vorbereitung stehen. Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Bevor es dann losgeht, kann man ja schon mal einen Blick aufs Personal werfen. Der FSV Zwickau um Coach Zur Enox hat schon gesagt, ja, das sind schon viele Positionen hier heute dabei bei diesem Testspiel. Da werde ich die meisten schon so 70 Minuten spielen lassen, weil das schon in Richtung Startformation für Oldenburg dann geht. Gibt zwar noch einen abschließenden Test am Wochenende gegen Auerbach, aber das ist schon ein großer Fingerzeig. Johannes Brinkies natürlich im Tor. Robin Ziegele in der Abwehr, genauso wie Davy Frick und Leonhard von Schrötter und auch Nils Butzen, der nach langer Verletzungspause wieder fit ist und wieder in die Startformation gleich gehört. Jansen, Hermann, Könnecke, das Mittelfeld, die sollen also da so ein bisschen ordnen. Und offensiv ist es das, was zuletzt schon richtig gut funktioniert hat gegen Magdeburg, vor allem mit Gomez und mit Eichinger und Dominik Baumann vorn drin, der doppelt getroffen hat gegen den FCM und auch heute quasi den Vorzug erhält. Also das ist durchaus eine denkbare Startformation für das Duell gegen Oldenburg. Mal schauen, wie sich die Herrschaften in Rot hier gleich anstellen werden. Der Anstoß ist auf jeden Fall auf Seiten der SGD. Die Dresdner schwören sich nochmal ein. Stefan Treljaca ist im Tor, der wird auch als erstmal wieder Nummer 1 ins Rennen gehen 2023 nach der Verletzung von Sven Müller, der nach Bänderdehnung noch nicht wieder fit ist, aber zum Glück auch nicht schwerer verletzt war. Da lief das Trainingslager in Belek alles andere als optimal für ihn. Mal gucken, wie viel Startformation in der Dresdner Anfangself hier schon drin steht. Auf jeden Fall ist der etatmäßige Kapitän erstmal nicht mit am Start. Denn Tim Knipping, der ist draußen. Genauso wie auch Routinier Stefan Kutschke, der erstmal auf der Bank sitzt. Paul Will hat die Binde und die Dreierkette wird geordnet vom Kammerknecht. Außerdem Melitschenko und Jakob Lewald. Knipping, das war ja eh gerade so ein bisschen in der Gerüchteküche ein Name, der heftig für Brodeleien sorgt. Bleibt er oder endet im Sommer das Kapitel
Für den Moment ist es natürlich schwierig, da was zu prognostizieren. Aber die Schreiberlinge haben schon eine Tendenz in Richtung Abschied im Sommer ausmachen können. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall hat er schon bessere Spielzeiten im Dynamo-Dress absolviert. Tim Knipping als in dieser hatte ja, 2, 3 Klöpse dabei. Die gilt es abzustellen. Erster Freistoß des Spiels von Zwickaus Hermann. Der ist nicht gut. Kammerknecht dazwischen. Dynamo kann sich befreien. Gogia im offensiven Bereich zu finden. Genauso wie Conte natürlich auf der Außenbahn. Der wieder fit ist. Borkowski, den sehen wir so ein bisschen als hängende Spitze für den Moment. Der wird aber sehr viel rotiert werden. Das wird recht variabel sein. Ahmed Aslan wird sich auch immer wieder offensiv mit einschalten. Auch der ist in der Anfangsformation zu finden. Max Kulke heute wieder auf der 6. Also das ist einer, der vielleicht einer der Gewinner bei Markus Anfang in dieser knappen Vorbereitungszeit sein könnte. Die Bank ist auf jeden Fall richtig prall besetzt. Also da gibt es auch Gelegenheit für den Chefcoach, da ordentlich durchzuwirbeln, durchzutauschen. Auch Dresden wird am Wochenende nochmal in den Testspielmodus gehen gegen den polnischen Erstligaletzten Miec Legnica in der Akademie. Samstag 13 Uhr nochmal auf Tuchfühlung gehen, bevor es dann mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen am Sonntag, nächste Woche am 15. Januar, wieder rund geht, wo natürlich dann die Dynamo-Fangemeinde nichts anderes als 3 Punkte erwartet. Denn der bisherige Saisonverlauf, alles andere als nach schwarz-gelbem Geschmack. Man ist als Tabellenneunter in die Pause gegangen mit 23 Punkten. Aktuell 10 Zähler hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Die beiden Ränge an der Sonne in saarländischer Hand. Elversberg, der grandios aufspielende Aufsteiger vor dem ersten FC Saarbrücken. Auf Elversberg hat Dynamo schon sage und schreibe 18 Punkte Rückstand. Das scheint kaum aufholbar. Aber Rang 2 und mindestens mal Rang 3 werden definitiv anvisiert werden und wohl auch anvisiert werden müssen. Denn das ist ganz klar der Anspruch. Gogia. Gut gegen Gomez. Akaki Gogia wartet ja immer noch auf sein erstes Tor in einem Pflichtspiel nach seiner Rückkehr. In der dritten Liga mit guten Ansätzen bislang, aber der Knoten ist noch nicht wieder geplatzt. Aber der verfügt zweifelsohne über ganz viel Potenzial. Ohnehin muss man ja eher bei den Dresdnern als bei den Zwickauern ein Stück weit die kritische Brille aufsetzen. Denn mit diesem Potenzial, mit dieser Klasse und individuellen Stärke im Kader muss man mehr erwarten als nur ein Platz im tristen Mittelfeld der dritten Liga. Aber die Saison ist gerade mal fast halb alt. Da ist noch richtig viel Zeit, um einiges zu korrigieren. Für beide gilt es da vor allem auch zu Hause deutlich stärker zu werden. Dynamo nur auf Rang 12, Zwickau 14. der Heimtabelle. Beide mit nur 3 Heimsiegen. Aus Zwickauer Sicht ist das eher noch im Bereich eines Vertretbaren als auf Dresdner Seite. Ich denke, so offen und ehrlich werden auch die SGD-Fans sein. Letzte Ligaspiel des Jahres 2022 fand ja auch zwischen diesen beiden Mannschaften statt. Da gab es eine Nullnummer in Dresden. Ein richtig gut erkämpfter Punkt von den Westsachsen vom FSV. Brinki ist einfach nicht zu überwinden gewesen. Und so ging es aus Zwickauer Sicht schon mit einem positiveren Gefühl in die Pause als bei den Dresdner. Auch wenn man dann noch den Sachsenpokal ja hatte, Dynamo löste die Aufgabe Plauen mit 7:3 souverän und durchaus auch spektakulär. Zwickau hatte keine Mühe mit Heidenau.
Gorgias Flanke bringt Kies gegen die Sonne, deshalb mit Käppi und Kunti mit dem ersten guten Abschluss des Spiels. Einer, der definitiv ein Faktor im Aufstiegsrennen werden kann. Zwischendurch eher verletzt gewesen, die Leihgabe von Feyenoord Rotterdam, Christian Conte. Aber mit seiner Geschwindigkeit absolut ein Trumpf. Und wenn er dann noch technisch und im Abschluss ein bisschen zulegt und sich steigert, ist das ein absoluter Topmann für Liga 3. Testspielbedingungen für den heutigen Dienstagmittag sind wunderbar. Und das ist genauso ein prima Zuspiel. Da haben wir direkt die Geschwindigkeit von Conte. Und da muss es eigentlich fast schon das 1-0 von Hauptmann sein. Trifft den Ball da nicht. Große Gelegenheit zur frühen Führung für die SGD. Aber wichtig natürlich in erster Linie auch die Entstehung, dieser tiefe Lauf von Conte. Prima, dieser Steckpass. Und dann fehlt es bei Hauptmann einfach am Abschluss. Aber genau auf diese Aktionen hat man bei Markus Anfang und seinem Trainerteam, das heute übrigens auch Geburtstag feiert, der Co-Trainer Florian Junge wird 37 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute an dieser Stelle. Seit 2018 arbeitet er an der Seite von Markus Anfang. Genau darauf hat man eben den Fokus gelegt in den letzten intensiven Trainingseinheiten des Jahres 2022 und jetzt auch eben zu Beginn dieses Jahres auf engstem Raum mit offensivem Vorchecking Räume und Lösungen finden, denn das war ja schon ein großes Problem bei der SGD. Wieder Conte. Schwierig, den sauberer mitzunehmen und ein erfahrener Mann wie Davy Frick passt auf. Die Dresdner Offensive jetzt im Liga-Vergleich ja auch richtig, richtig stark unterwegs, wenn man allein die Klasse nimmt. Kulke verschätzt sich. Gomez, der richtig Eindruck hinterlassen hat beim Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Ein fantastisches Freistoßtor, aber auch sonst sehr, sehr emsig und fleißig. Sorgt hier für den ersten Zwickauer Abschluss des Spiels. Gut 10 Minuten sind absolviert. Und um den offensiven Gedanken bei den Dresdnern abzuschließen. Das ist schon viel Wucht, die man heute hier beim Testspiel von Beginn an auf dem Platz hat. Mit Borkowski, mit Arslan, mit Conte. Und mit Gogia. Und man hat draußen heute ja auch noch einen Kutschke, einen Batista Meier, der immer noch so ein bisschen hinten dran hängt. Nicht das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausholt, so hat man zumindest immer den Eindruck, vielleicht auch nicht immer die Chance bekommt bei Markus Anfang. Manuel Schäffler aktuell ja noch verletzt, Muskelfaserriss. Dauert noch ein paar Tage, bis der zurückkehrt. Aber das sollte schon ausreichend sein, um oben in der dritten Liga mitzuspielen. Trotzdem hält man schon noch so ein bisschen die Augen offen. Auch denkbar, dass man sich vom einen oder anderen trennt. Es gibt ja ein paar Kandidaten, die nicht so glücklich sind beziehungsweise nicht so wirklich eingeschlagen haben. Der Exzellenzer Scherbakowski zum Beispiel oder eben auch ein Batista Meier. Da wird Sportchef Ralf Becker sicherlich noch den einen oder anderen Anruf tätigen oder bekommen in den nächsten Tagen. Und auch Wochen. Transferfenster ist ja noch eine Weile geöffnet. Auch Zwickau will und muss noch mal nachlegen. Kusic, Kreuzbandriss, Saison vorbei.
Josh Gordon, Meniskus-OP, auch der fehlt erstmal. Da wird man vor allem im Defensivbereich noch investieren müssen und wohl auch tun. Das hat auch Joe Enochs nochmal unmissverständlich gesagt. Ein Innenverteidiger soll es dann schon noch sein. Gute Gelegenheit, die nächste für Dresden. Aslan findet keinen Abnehmer in der Mitte und dann das Foulspiel an Jansen. Schiedsrichter der Partie ist Erik Weißbach. Der dürfte hier nicht viel Mühe haben mit diesem Kick. Da zieht man vielleicht auch eher mal einen Mühe zurück, wobei das ja dann eher noch gefährlicher ist. Aber grobe Fouls werden wir heute mit Sicherheit eher nicht sehen. Und das ist auch gut so. Sollen ja alle fit zurück in den Arbeitsalltag gehen in Liga 3. Butzen. Dadurch den Ausfall von Kusic und die Verletzung von Choskun. Womöglich erstmal die Rolle als Linksverteidiger einnehmen wird. Und bei Dynamo sehen wir hier, dass Kulke erstmal über die linke Bahn als offensiver Außenverteidiger kommt. Die 6 mit Paul Will. Davor Hauptmann offensiv und dann wird rotiert zwischen Gogia Conte und Borkowski. Gomez wieder. Kulke, den da so ein bisschen die Orientierung fehlt. Ja, ist nicht seine angestammte Position, aber noch ist eben auch der Koreaner Park verletzt bzw. noch angeschlagen. Trainiert noch individuell, ist aber zumindest kurzfristig schon wieder ein Kandidat für die linke Seite. Aber man hat natürlich auch noch einen Jonathan Meyer, der heute erstmal nicht den Vorzug bekommt. Das ist schon ein Stück weit überraschend, dass da Kulke auf der linken Seite sich probieren darf. Conte mal zentral. Er verpasst den Anspielmoment. Da hatte Borkowski schon ein bisschen Luft. Ball kommt trotzdem durch zu Gorgia und Brinkis. Darf zum ersten Mal fliegen. Aslan nochmal. Hauptmann kommt nicht ran. Butzenpass auf. Aber im Tempo sind das schon gute Ansätze, die Dynamo hier nach vorn präsentiert in dieser Anfangs. Viertelstunde. Da hat die Pause, auch wenn sie nur kurz ist, sicherlich sehr gut getan bei der SGD, um einfach mal abzuschalten und den Schalter vielleicht auch wieder umzulegen auf Neustarts. Die Schonzeit ist auf jeden Fall vorbei. Es muss was laufen in 2023. Sonst wird es auch für den humpelnden Markus Anfang schwer, die Saison mit dem Dynamo-Emblem auf der Trainingsjacke zu überstehen. Thank you.
von Schrötter. Gut im Tempo. Geh weiter, wird's von hinten beschallt. Und dann wählt er die falsche Option. Aber Zwickau probiert hier auch mutig nach vorn zu spielen. Die feinere Klinge spielt Dynamo. Das ist aber auch schwer verwunderlich. Davy Frick hat im Vorfeld dieser Partie auch nochmal gesagt, wir werden auch in diesem Jahr nicht den feinsten Fußball spielen, aber wenn wir unsere Zwickauer Tugenden, sprich Kampf und Einsatzbereitschaft, uns einfach dieses Eklige auf den Rasen bringen, dann haben wir gute Chancen, die Klasse ein weiteres Mal zu halten. Sehen wir den Dynamo-Coach da unten stehend mit den beiden Krücken. Die wird er noch einen guten Monat tragen müssen. Anfang Dezember beim rechten Knie in Köln operiert worden. Schränkt ihn aber natürlich nur persönlich ein bisschen ein in seiner Trainingsarbeit, in Sachen Inhalten. Kann er natürlich trotzdem agieren. Vielleicht nicht selbst die ein oder andere Übung, ein bisschen mit Vortoren. Aber das ist auch nicht zwingend vonnöten. Kein Fahrspiel am Baumann und will sofort mit dem Versuch die Kugel schnell in die Spitze zu bringen. Das ist schon auffällig in dieser Anfangsphase, dass sich Dynamo da nicht lange im Mittelfeld aufhalten will. Und da sieht man schon eine Veränderung zum bisher in 2022 gezeigten in dieser Saison. Denn da war oft eine gewisse Ideenlosigkeit mit von der Partie. Gerade im Mittelfeld, da fehlte es an Tempo, da wurde das Spiel oft verschleppt. Und das ist jetzt hier, auch wenn das nur ein Testspiel ist, aber vom Eindruck her schon ein besserer. Kammerknecht, der ist gesetzt als Abwehrchef. Da hat's Sportchef Becker einen richtig guten Griff getätigt. Claudio Kammerknecht, der hat eingeschlagen. Defensiv stabil und dazu auch noch torgefährlich. Drei Tore in dieser Saison. Und vergessen seine spektakuläre Bude mit der Hacke gegen Osnabrück. Zum Sieg. Gomez wird von Schrötter. Ah, gut gespielt. Kolke verhindert erstmal Schlimmeres, aber das ist in dieser Anfangsphase schon die anfälligere Seite bei der SGD. Die linke Abwehrbahn. Eckstoß Zwickau. Seit Jahren die große Stärke der Westsachsen, der ruhende Ball. Hermann mit dem linken Fuß, Patrick Göbel erstmal noch draußen auf der Bank. Ja, segelt eigentlich gut durch den Fünfer, aber keiner am zweiten Pfosten. Könige gegen Borkowski. Ja, Ball kommt durch die Beine, aber nicht entscheidend. Und dann hat Könige nicht das Tempo des Borkowski. Und sofort wieder der Gedanke, schnell Tempo ins Spiel zu bringen. Das kann man mit Conte natürlich machen. Tick zu ungenau. Aber genau für solche Momente sind solche Testspiele gut. Es einfach zu riskieren, einfach zu probieren. Vertrauen ins eigene Spiel zu gewinnen. Oh, schlimmer Ball von Schrötter. Und das ist natürlich die super Einladung für Conte. Und den macht er ganz entspannt. 22. Minute, Dynamo führt durch Christian Conte. Ja, den bringt er geschmeidig im Tor unter.
Ja, auch wichtig, dass man dann solche hundertprozentigen Gelegenheiten einfach auch macht. Das gibt auch Selbstvertrauen, war natürlich ein Megaklops von Schrötter. Conte mit seinem zweiten Testspieltor in der Vorbereitung schon beim 2-1 gegen die Südafrikaner von TS Galaxy in Belek erfolgreich gewesen. Geht natürlich auch in Ordnung, dieses 1:0. Dresden ist die aktivere Mannschaft im Spiel nach vorn. Nächster Ballverlust Zwickau. Nächster Umschaltmoment Dresden. Guter Ball auf Conte, der macht das klug und Borkowski kann abschließen und macht das auch. Was für ein Abschluss. Eventuell bringt es mit den Fingerspitzen noch dran. Das war genau im Kreuzeck der Torstange. Fast der Doppelschlag. Arslan. Hauptmann, das macht offensiv schon Spaß beim Zuschauen der Dresdner, weil sie da eben so unberechenbar in dieser Formation sind. Wieder Conte. Gegen Butzen, ganz easy, wieder Hauptmann. Den macht er wieder nicht. Dafür Borkowski. 2-0 Dresden, der FSV hat Mühe, diesem Tempo etwas gegenzuhalten. Borkowski scheitert erst an der Latte, jetzt ist er per Abstauber zur Stelle. Hauptmann lässt den zweiten Hochkaräter liegen. Starker Auftritt bis hierhin der Dresdner. Dennis Borkowski, 20 Jahre jung, 3 Saisontore. Die Leihgabe von RB Leipzig. So, jetzt muss der FSV ein bisschen aufpassen, dass sie hier Dynamo nicht voll in den Flow kommen lassen. Stefan Driljaca noch nicht wirklich. Beziehungsweise eigentlich noch gar nicht geprüft worden. 2 gute Angriffsversuche über die rechte Seite gab es. 2-mal zu überhastet der Abschluss. Einmal von Gomez, einmal von Schrötter. Ansonsten hat Dynamo nichts zugelassen. Baumann. Könnecke. Bisschen unsauber für Herrmann. Und da muss Driljaca mal ran. Auch Baumann geht in den Kopfball. Alles halb so wild. Torhüterposition bei den Dresdnern sorgt oder hat bislang ja auch eher für Bauchschmerzen bei vielen Fans als für Glückseligkeit gesorgt. Stefan Driljaca mit herausragenden Taten, aber dann auch immer mal wieder mit dem einen oder anderen kleinen Klops, vor allem im Spielaufbau.
der Neuzugang von der zweiten des BVB, bekommt aber aufgrund eben der Verletzungsproblematik auch in diesem Jahr erstmal wieder die Chance, sich richtig fest im Dynamo-Tor zu verankern. Was man bei so einem Testspiel ohne Zuschauer immer wieder wunderbar hört, ist die Lautstärke von Johannes Brinkis, der jetzt aber schon wieder aufpassen muss. Denn Conte ist schon wieder unterwegs und macht das Dritte. Jetzt geht's aber dahin mit dem FSV. 3:0. Der bis hierhin überragende Conte mit dem Doppelpack. Und das geht dann schon ziemlich einfach. Wie gesagt, nicht überbewerten. Testspiel. Frisch erst beide wieder im Training. Nils Butzen auf der linken Seite, lange verletzt gewesen, noch nicht wieder im Spielrhythmus. Alles Sachen, die man damit einfließen lassen muss. Aber wie Dresden mit der Geschwindigkeit und auch der Genauigkeit und Präzision im Angriffsspiel hier Zwickau die Grenzen aufzeigt in der ersten halben Stunde. Das ist schon bemerkenswert. Kowski leicht abseits verdächtig, Fahne bleibt aber unten und Brinkis ist da. Lass den Ball laufen. Schalt es aus dem Mund von Markus anfangen. Kann man hier heute wunderbar mit wahrnehmen. Spielerisch gegen Hermann. Der hat richtig Lust. Aslan. Ja, auch wenn der mal ein bisschen zu steil ist, aber sie lassen Ball und Gegner laufen. Das wird Markus anfangen, sehr zufriedenstellen, was er hier in dieser ersten halben Stunde von seiner Mannschaft gezeigt bekommt. Lassen dem FSV auch wenig Zeit, sobald es Richtung Mittellinie geht. Zwingen Zwickau zum langen Ball. Melitschenko gut gegen Hermann. Schrötter, der hat es eingeleitet mit seinem kapitalen Fehlpass in die Füße von Conte.
mit Risiko das Ganze und dann der Ball draußen. Das war nicht clever von den Dresdnern. Der Gedanke gut, das spielerisch zu lösen, aber dann fängt es schon mit so einem scharfen Ball von Drillietzer an. Da hat Kulke Mühe. Der Einzige, ohne das jetzt als große Kritik zu verstehen, ja, der da schon so ein bisschen auffälliger, leicht am Wackeln ist bei den Dresdnern. Ist aber, wie gesagt, auch nicht seine angestammte Position. Van Schröter. Kein Durchkommen. Für Zwickau. Das war ein guter Ball für Baumann, aber Drillietza sehr wach. Aslan, ganz viel Zeit, den Ball zu treiben. Keiner stört ihn über 40 Meter. Das ist dann kein gutes Zuspiel. Aber bekommt auch keinen Druck. Kann da 30, 40 Meter entspannt durchs Mittelfeld spazieren. Nochmal Testspiel. Aber das ist noch nicht die Zwickauer Zweikampfbereitschaft, die man kennt von den Schweden. Und Schröter bekommt sofort Besuch von Gogia. Ein guter Ball in die Tiefe. Aber Eichinger bekommt dafür gar nichts. Noch gar kein Faktor. Nur Eichinger in diesem Spiel. Dresden zeigt dem FSV, wo noch ordentlich Arbeit ist. Gefühlt in allen Bereichen. Ich weiß nicht, ob es zu hören war, aber tiefe Laufwege war die Ansage von Markus Anfang. Genau das stand eben auch auf dem Trainingsplan. Offensivspiel, Laufwege, Lösungsfindung auf engem Raum. Das wird hier in Zwickau bislang richtig gut umgesetzt. Hauptmann kann aufdrehen. Links wieder ganz viel Raum für Gogia. Kein gutes Anspiel von Hauptmann, aber sie bleiben dran. Oh, Prinkis, schwierig. Eichinger bekommt dafür wieder nichts, auch zu Recht nicht. Ein bisschen Körperkontakt muss er da schon abkönnen. Und die Räume für die Dresdner Angreifer bleiben groß.
Da haben die Herrschaften in Gelb und Schwarz, die jetzt hier von Beginn an auf den Platz geschickt worden, die Messlatte für die Reservisten am heutigen Dienstagmittag ziemlich hochgelegt für dieses Spiel. Wen hat er dabei? Markus Anfang neben Niklas Heger, dem Ersatztorwart. Tim Knipping, schön, dass er wieder da ist. Panagiotis Flachodimos, Jonathan Meyer, Patrick Weihrauch, Jan Scherbakowski, Robin Becker, Julius Kade, Michael Akoto, Jonas Oehmichen, Stefan Kutschke, Oliver Batista-Meyer, Kevin Ehlers und auch wieder dabei nach langer, langer Schulterverletzung Jongmin Seo. Also Dynamo hat schon theoretisch zwei gute Drittligamannschaften im Kader. Und da fehlen ja auch noch drei mit Luca Herrmann, Manuel Schäffler und Sven Müller. Und Kyu-Yum Park, also vier, die sogar noch nicht mit dabei sind. Und trotzdem guckt man, ob man noch mal nachlegt. Jetzt mal mit der ganz neutralen Perspektive. Warum eigentlich? Also wenn das nicht ausreicht an Qualität im Kader, um besser zu sein als Platz 9, dann macht man irgendwas nicht richtig. Aber was man hier sieht in Zwickau, das darf für den Moment dem Dresdner Anhang eine gewisse Zuversicht ins Gemüt bringen. Jetzt bin ich sehr wach von Paul Will. Jetzt bekommt er mal den Freistoßpfiff. Aber das gehört dann eben auch dazu, bei Ballverlust dann schnell da zu sein. Zweck auch gar nicht erst den Umschaltmoment zu ermöglichen. Mit viel Wohlwollen noch 5 Minuten in Halbzeit 1. Vielleicht geht noch mal was über den Standards. Bei Zwickau, Jansen. Will es schnell machen, klappt nicht. Schon besser von Herrmann. Conte ist da. Nochmal Eichinger. Na, immerhin. Ein Abschluss, der gefährlichste in Halbzeit Nummer 1 vom FSV Zwickau, Noel Eichinger. Der 21-Jährige, den man aus der Regionalliga. Auf Schweinfurt geholt hat. Ein Saisontor bei 8 Einsätzen, war auch lange verletzt nach seinem Treffer direkt am ersten Spieltag beim Heimsieg. Dem spektakulären Erfolg gegen den Halleschen FC. Paul Will ein bisschen schlampig. Wieder Eichinger. Kulke hilft aus. Zum ersten Mal, dass da so ein bisschen Schlendrian dabei war. Nicht ausgenutzt von den Schweden. Conte. Kann wieder. Ja, das ist ein bisschen zu verspielt gewesen. Im Stand von 3-0 in dem Testspiel ist das mal okay. Bei einer engen Kiste im Ligabetrieb gibt es dafür einen Anschuss vom Trainer. Borkowski. Von Schröter kommt zu spät. Aufbau. Einer davor, wenn abgesetzt. Aufbau.
Verletzung wollen wir natürlich keine sehen. Bei diesem Testspiel von Schrötter kommt zu spät. Sie sind ihnen eindeutig zu quirlig. Ihr Angriffsspieler. Und so gehört wohl die letzte Aktion in Halbzeit 1 der Mannschaft, die 3:0 führt durch den Doppelpack von Conte. Und dem Treffer eben von Bolkowski per Abstauber. Aslan Kammerknecht startet. Variante über Lewalds. Geht nicht auf. Brinkis darf mal einen fangen. Abseits Baumann. Und dann wird Erik Weißbach gleich die Pfeife in den Mund nehmen. Nachspielzeit bei solchen Testspielen nicht vonnöten. Nochmal Dynamo mit Conte, mit etwas Glück. Borkowski und Kulke mit gutem Tackling. Baumann hält den Fuß drüber und da gibt es jetzt auch noch mal eine gelbe Karte. Und auch in einem Freundschaftsspiel können die Emotionen mal hochkochen. Aber da ist auch schon ein bisschen Frust mit dabei. Dominik Baumann ja groß geworden bei der SG Dynamo Dresden. Hat sich aber nie bei den Profis durchsetzen können. Der Mann aus Wermsdorf, zwischen Dresden und Leipzig gelegen. Kleines Dörfchen. Sind ein bisschen angefressen, die Zwickauer. Kann man verstehen, denn sie bekommen hier von Dynamo ganz schön die Grenzen aufgezeigt. Da kann man so ein bisschen vielleicht sogar über einen Rückpass nachdenken, aber müssen wir uns nicht länger dran aufhalten bei diesem Vorbereitungsspiel. So nochmal einer der ganz wenigen Umschaltmomente für den FSV über Hermann. Ja, das ist dann natürlich nicht ausreichend. Den kann dann Gomez auch nicht mehr pflücken. Und dann machen wir Halbzeitpause. 20 Minuten hat der FSV das ganz gut gemacht, auch gegen den Ball. Aber mit von Schrötters Einladung nahm das Unheil seinen Lauf. Und mittlerweile spielt Dresden hier mit Zwickau ein bisschen Katz und Maus. 3:0 die Pausenführung für Markus Anfang und seine Mannschaft. Der dürfte wenig zu kritisieren haben. Joe Enox muss seiner Mannschaft schon nochmal Mühe ins Gewissen reden, dass man ein bisschen mehr bringen muss, um auch dem eigenen Anhang zu zeigen, hey, wir sind bereit, in 10 Tagen gegen Oldenburg in so ein wichtiges Abstiegsspiel zu gehen. 0:3 zur Pause, mal gucken, was in Sachen Personal in gut 15 Minuten passiert. Wir pusten kurz durch. Sie können auch mal kurz an den Mittagstisch. Und dann hören wir uns hier gleich wieder beim Testspiel zwischen Zwickau und Dynamo Dresden. Zur Pause führt die SGD mit 3:0.
So, das sind die 15 Minuten also schon wieder rum. Willkommen zurück beim Testspiel zwischen Zwickau und Dynamo Dresden. 3:0 der Pausenstand zwischen diesen beiden Teams für die SGD. Conte, Burkowski, Conte, 21., 24., 27. Also innerhalb von 6 Minuten 3 Tore. Das war bemerkenswert gut, was Dresden hier angeboten hat. Personelle Veränderungen sehe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal keine. Das wird dann im Laufe dieser zweiten Halbzeit zunehmend vonstatten gehen. Zwickau eröffnet Hälfte 2. Zwickau muss sich steigern, muss sich defensiv stabilisieren. Das ging phasenweise viel zu einfach. Immer wenn Dresden in die Geschwindigkeit gekommen ist, ging das den Zwickauern zu schnell. Dieser Formcheck kann bislang hier nur Markus Anfang zufriedenstellen. Zweiter Durchgang läuft. Zwickau von rechts nach links, Dynamo von links nach rechts im leeren Zwickauer Stadion. Nochmal für alle, die gerade jetzt vielleicht erst bei uns hier reinschneiden in den Livestream. Warum keine Zuschauer? Die sanitären Anlagen im Zwickauer Stadion werden saniert bzw. umgebaut, aufgefrischt, hübsch gemacht, was auch immer. Deshalb keine Fans zugelassen. So, und zumindest einen Wechsel habe ich jetzt dann doch erspäht. Ne, zwei sind es sogar. Löhmanns Rüben ist hinten drin in der Innenverteidigung. Yannick Möker jetzt auch am Ball, ist auch mit von der Partie. Also zwei frische Kräfte haben wir da schon mal beim FSV. Und das müssten, wenn ich das so richtig sehe, dann auch die einzigen Wechsel sein bei den Dresdnern. Es ist unverändertes Personal. Also Löhmanns Rüben in der Innenverteidigung. Jansen ist auf jeden Fall rausgegangen. Dafür Möker drin im Spiel. War ja auch in den letzten Tagen noch ein bisschen angeschlagen. Maximilian Jansen. Könige. Hey,
Gomez, keine Chance gegen zwei. Bozen. Eichinger. Gomez, jetzt mal über die Zentrale. Macht er gut, nur Eichinger. Ja, aber dann ist eben nach wie vor die Wand so groß. Trotzdem gute Aktion von Schröter. Oh, Butzen, kein Abseits, es ist gut gespielt. Und das ist um ein Haar das 1:3. Beste Gelegenheit, mal eine längere Ballbesitzphase für den FSV Zwickau. 48. Minute. Da hat die Ordnung bei Dynamo mal nicht hingehauen. Der Vollständigkeit halber noch Robert Herrmann ist der Zweite, der den Platz verlassen hat. Wenn man es rüben gegen Borkowski. Gernik Möker nach langwieriger Schambeinentzündung. Jetzt auch wieder mit von der Partie. Wichtig, dass Trainer da einfach auch ein paar mehr Alternativen hat. Der Kader ist wie das Budget sehr klein. Da kommt es umso mehr auf die Geschlossenheit an. Mal wieder bei den Zwickauern. Sie wollen ein achtes Jahr dritte Liga, aber das wird wieder ein langer, beschwerlicher Weg werden. Zum ersten Mal, dass sie unter Joe Enox auf einem Abstiegsplatz überwintert haben. Da werden die nächsten Aufgaben schon richtungsweisend sein. Das Heimspiel gegen Oldenburg. Eine Partie mit Muss-Charakter. Da muss Zwickau zu Hause gewinnen. Am Tag danach, sprich nächste Woche Samstag, ist noch ein Testspiel angesetzt, wo dann die zweite Garde auch noch mal ein bisschen Praxis bekommt in Jena. Und dann gibt es zwei knackige Auswärtsaufgaben. Erst beim TSV 1860 München und dann in Halle. Gomez, guter Versuch. Na, guck mal an, Dynamo hat den Torwart getauscht in der Halbzeitpause. Das wird jetzt erst deutlich, denn so sehr viel haben die nicht zu tun bekommen, die Dynamo-Keeper. Niklas Heger jetzt also zwischen den Pfosten bei der SGD. Der Neuzugang vom KSC, 22 Jahre jung. Einen Einsatz im Landespokal bekommen bislang heute. Darf er sich zumindest eine Halbzeit lang noch mal präsentieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist riesengroß, dass Stefan Drillatza zum Auftakt gegen Meppen nächste Woche Sonntag vor heimischer Kulisse im Dresdner Wohnzimmer im Tor steht.
Eichinger. Oh, das ist ein bisschen viel Körpereinsatz in Form des Armes von Kammerknecht da. Schiedsrichter lässt das noch durchlaufen. Königke. Oh, Heger muss dahin gegen Baumann. Gibt den Abstoß, aber es ist ein bisschen aufgefrischter, das Zwickauer Gesicht. Ein bisschen mutiger. Dynamo, klar, mit der 3-0-Führung im Rücken. Die werden jetzt hier nicht auf Teufel komm raus weiter nach vorn spielen. Da geht es darum, weiter im Rhythmus zu bleiben, gute Aktionen zu haben, sich nicht zu verletzen. Im Hintergrund hat man es kurz gesehen. Die Horde Reservisten. Für den heutigen Tag, da wird es Markus anfangen. Bei solchen Testspielen ist das ja in der Regel nach einer guten Stunde so. Sicherlich dann gleich in großer Zahl reagieren. Und sauber von Burkowski, Königke dazwischen. Löhmanns Röben. Butzen. Nächster Abschluss. Nils Butzen entdeckt das Offensivspiel für sich mit dem schwächeren linken Fuß. Heger in den Fuß von Königke, eröffnet die große Chance zum 1:3. Macht seinen Fehler direkt wieder gut. Das ist allerdings dann auch keine Eigenwerbung gewesen, die er sich so vorstellt. Kopfballchance von Eichinger. Oder war es Löhmanns Rüben? Ein bisschen undurchsichtig gewesen. Vielleicht Noel Eichinger, auf jeden Fall keine Gefahr für das Dynamo-Tor. Aber es ist ein bisschen mehr Präsenz da. Im Strafraum der SGD. Kammerknecht, weil sie auch ein bisschen offensiver draufschieben. Was für die Stimmungslage tun wollen. Vorwärts, ruft Markus Anfang. Das ist auch die Richtung, die Wille eingeschlagen hat, aber Gogia kann diesen Ball nicht kontrollieren. Knicke. Auffälliger zweiter Durchgang bis hierhin von Mike Königke. Löhmanns Röben. Okay, ja, den legt er sich zu weit vor. Dann gibt es das Deckling von Schrötter, die zweite gelbe Karte. Zum zweiten Mal, dass er da so zu spät kommt in der ersten Halbzeit gegen Borkowski.
jetzt in der zweiten gegen Kulke, der sich das Leben dadurch seine unsaubere Ballverarbeitung auch selber ein bisschen schwer gemacht hat. Trotzdem, Leonhard von Schrötter empfiehlt sich mit diesen ersten 57, 58 Minuten jetzt nicht zwingend bei Joe Enox. Patrick Göbel ist dann natürlich einer, der ihm sonst auch bevorzugt wird, aber eben noch nicht wieder so richtig bei 100%. Jelitschenko. Nicht gut. Möker. Und ein kleines bisschen schludriger der Auftritt der Dresdner. Da steckt aber natürlich auch die ein oder andere intensive Trainingseinheit jetzt in den Beinen. Das ist völlig normal. Das ist bei Zwickau nicht anders. Beide sind am 2. Januar ins Jahr gestartet. Sprich, gestern. Gomez, der jetzt mal zentral sich austoben darf in der zweiten Halbzeit. Königke, gute Verlagerung. So, jetzt ist eine Stunde Spielzeit rum und jetzt ist Zeit zum Wechseln. Wer eröffnet? Der FSV Zwickau. Joe Enox, wird der sich einwechseln oder kommt da noch einer? Ne, da kommen noch zwei. Ronny König ist am Start. Und auch Patrick Göbel kommt rein ins Spiel. Das wird wohl Feierabend für Dominik Baumann bedeuten und vielleicht auch für von Schrötter. Nee. Eichinger geht raus, bleibt also die Doppelspitze Baumann-König. Und von Schrötter trabt da hinten entlang, also zwei frische Kräfte, Ronny König, der Altmeister. So etwas wie der Noriaki Kasai der dritten Liga. Wird in diesem Jahr 40. Steht erst bei einem Saisontor. Der King, wie sie ihn liebevoll nennen in Zwickau. Einer, der eine große Qualität in der Abschirmung des Balls hat. Da ist kaum ein Durchkommen. Wenn der den gut kontrollieren kann, ist das ein wichtiges Element im Zwickauer Spiel. Hoch auf König, festmachen, verteilen. So, und bei Dynamo müssen wir jetzt gleich mal ganz genau hinschauen. Aber wenn ich es richtig gezählt habe, sind das 10 neue Spieler. Da wird also gleich die komplette Mannschaft ausgetauscht. Löhmannsröben. Hat ein bisschen Glück. Jan Löhmannsröben hat die kurze Winterpause für einen Abstecher nach Istanbul genutzt. Vielleicht hat er sich auch die blaue Moschee angeschaut. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war sein Hauptplan, sich in der türkischen Metropole ein paar Haare zu transplantieren lassen. Der ist immer wieder für etwas Besonderes gut, der Mann mit der 10. Jan Löhmannsröben. Es ist nicht mehr ganz so licht. Da oben auf der Rübe, da ist er am Ball. Freistoß Zwickau, Kammerknecht gegen Baumann und jetzt
die Gelegenheit zum Kompletttausch. Zum Glück ist es ein Testspiel, dass da keiner von den Zwickauer Betreuern jetzt eine Anzeigetafel in der Hand halten müsste. Sonst wäre es problematisch. Tim Knipping holt sich die Kapitänsbinde ab. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze taktisch in der Formation dann gleich hier auswirkt. Ehlers und Knipping auf jeden Fall in der Innenverteidigung. Haben wir schon mal zwei. Das lässt sich jetzt natürlich bei dieser Standardsituation nicht so gut durchblicken. Ich denke mal, dass Jonathan Meyer dann der Dritte in der Kette ist. Oder vielleicht Robin Becker. Schauen wir mal. Freistoß kommt. Und Kutschke ist vor König dran. Also Knipping, Flachodimos, Meyer, Weihrauch, Scherbakowski, Becker, Kade, Akoto, Ömichen, Kutschke, Batista, Meyer, Ehlers. Alle neu drin, alle sind noch nicht am Start. Also da kann Markus Anfang auch noch mal tauschen. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze jetzt formiert. Ich glaube, Jan Scherbakowski, den ich jetzt gerade genannt habe, der darf noch nicht mitmachen. Auf jeden Fall sehen wir Weihrauch, auf jeden Fall sehen wir Flachodimos auf der linken Seite von Kutschke, Akoto, Bautista Meyer, Jonathan Meyer, der den rechten offensiven Part einnimmt, Julius Kade, wenn ich es richtig gesehen habe, müsste der Mann auf dem linken offensiven Flügel sein. Er hat es für den Moment fast sogar den Anschein eher einer Viererkette. Das wird jetzt auch ein paar Minuten dauern, bis das ein Stück weit in den Rhythmus kommt. So, und wenn ich den Zettel, den Aufstellungsbogen vor meiner Nase jetzt hier richtig sehe, dann müssten es noch drei Spieler sein, die vielleicht heute nicht mehr oder nur ein paar Minuten zum Einsatz kommen. Mit Jongwin Seo, Jonas Ömichen und Jan Scherbakowski. Das sind die drei, die, wenn ich mich nicht verzettelt habe, jetzt noch nicht mit am Start sind. Baumann. Gibt den Eckball. Meyer gegen Göbel. Aber das ist dann schon eben auch ein gewaltiger Unterschied, wenn man sieht, dass diese Formation, die Dynamo jetzt auf dem Feld hat, locker auch in der dritten Liga die Qualität hätte, gut mitzuhalten. Dass man den Luxus hat, eben zwei Mannschaften im Grunde genommen im Kader zu haben. Das ist eine vollkommen andere Welt im Vergleich zum FSV Zwickau. Und aus diesem Grund muss man dann natürlich auch die Maßstäbe auch ein bisschen anders ansetzen. Ball war draußen. Einwurf Dresden.
Wieder Göbel. Flanke geblockt von Kutschke. Nächster Eckball. Kann Zwickau das ein bisschen ausnutzen, dass Dynamo jetzt sich erstmal finden muss in dieser Formation? Evans Röben. Könnecke. Bislang fängt Dresden diese Standards gut ab, aber die nächste gute Hereingabe, das ist die große Stärke des Patrick Göbel. Diese Flanken per Ruhn im Ball oder aus dem Halbfeld, die ist dann aber kein Problem. Für Niklas Heger. Batista Meier spielt er tatsächlich mit Handschuhen bei 10 Grad. Was zieht er denn da im Winter an? Offensiv Dresden im zweiten Durchgang bislang nicht wirklich stattfindend. Vielleicht ja jetzt. Flachodimos. Schön, dass der wieder über die Außenbahn wirbeln kann. Kreuzbandriss, dann hat das Knie wieder reagiert. Wieder eine Operation. Da hing auch die Karriere bei mehr als seidenen Faden. Aber man hat ihn wieder hinbekommen. Und er hat sich selbst auch wieder hinbekommen. Und ist zurück. Und wenn er fit bleibt, ist er natürlich eine weitere offensive Waffe bei den Dresdnern. Also das ist jetzt im neuen Verbund schon mehr eine Viererkette mit Meier links und Becker rechts, Ehlers und Knipping in der Zentrale. Zuvor war es die Variante Dreierkette. Also da nutzt Markus Anfang wirklich dieses Testspiel, um einiges zu probieren. Könnecke ist da viel unterwegs in dieser zweiten Halbzeit. Knipping vor König. Zweiter Ball bei Gomez, kein Freistoß, Umschalt, Moment theoretisch möglich bei Dynamo. Bisschen sehr unsauber. Das Dresdner Spiel in der zweiten Halbzeit, nicht mehr so spritzig,
Wie in Durchgang Nummer 1. Batista Meier legten sich zu weit vor. Dann ist Frick dazwischen. Kade. Ehlers. Neuaufbau. Oh Mann, das wird die beste Chance für Zwickau. Und dann rutscht er weg. Also wirklich am Platz kann es da eigentlich nicht liegen. Da hat er noch nicht die richtige Standfestigkeit. Denn der Rasen in Zwickau ist in der Regel in sehr gutem Zustand. Der wird aber auch von Jimmy gepflegt und das ist der Platzwart des FSV und der kommt aus Irland. Also wenn der sich nicht mit Wiese auskennt, wer denn dann? Zwei frische Kräfte beim FSV, Asibe Mensah und Vogt, haben wir gesehen, sind neu drin in der Partie. Hier ist Butzen und auch Mike Königke haben den Platz verlassen. Nee, nicht Königke, der ist noch am Start. Butzen und Gomez. Gute Viertelstunde noch. Nach wie vor 3-0 für Dresden. Die SGD im zweiten Durchgang lässt sich ein bisschen gemächlicher angehen. Zwickau bekommt die ein oder andere Gelegenheit. Wie hier von König, aber im Abschluss sind sie bislang noch nicht vom Glück verfolgt. Die besten Chancen hatten Butzen und Königke. Johannes Brinkis hatte in Halbzeit 2 noch nichts zu tun. Da ist der Meier nicht mit der nötigen Entschlossenheit gegen Frick. Der schaltet sich mal mit ein. Der gute, quirlige Vogt, technisch sehr beschlagen. Der junge Mann allerdings auch mit sehr wenig Einsatzzeit nach wie vor unter Joe Enox. Das wünscht sich der ein oder andere Zwickauer Fan ein bisschen anders. Den Gedanken kann ich dann auch verstehen, weil der auch für mich immer so einen unbekümmerten Eindruck macht, der sich keine Platte einfach macht, sondern drauf losspielt, sich auch mal was zutraut im 1 gegen 1. Der ehemalige Auerbacher mit der Nummer 7. Meier. Lapodimos. Sein erster Abschluss in diesem Fußballjahr. Noch nicht genau, aber dem sei das absolut vergönnt, dass der da einfach auch mal draufhaut. Durfte er lange Zeit nicht. Jetzt kann er sich wieder austoben auf dem Spielfeld. König. Mit Königke, den holt er sich noch. Oh, Flanke ist gut.
Und vielleicht haben Sie es gehört. Oh, schade. Mit diesem amerikanischen Akzent von Joe Hennox. Ja, das war geradlinig. Das war mal mit wenigen Kontakten. Dazwischen. War kein Fallspiel an König. Akoto gegen zwei. Und Frick stochert und macht, was er am besten kann im 1 gegen 1. Gut. Verlagert. Lafodimos. Zum ersten Mal, dass Dynamo wieder so ein bisschen zielstrebig wird. Weihrauch kann da nicht mehr viel draus machen aus dieser Hereingabe. Aber das war im Grunde genommen zum ersten Mal in dieser zweiten Halbzeit, dass Dresden mit einem ähnlichen Tempo wie in der ersten Halbzeit versucht hat, nach vorn zu kommen. Das lässt jetzt Zwickau in diesem Durchgang auch nicht mehr so oft zu. Vielleicht hat Markus Anfang seiner Mannschaft auch mit auf den Weg gegeben, Kontrolle in den Vordergrund zu stellen, ein 3:0 gut zu verwalten. Und sicher ins Ziel zu bringen. Meier. Akoto. Meier. Und Kutschke. Bekommt keinen Druck hinter dem Ball. Ja, wird interessant zu beobachten sein in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall gibt es mehrere Varianten. Die aus Durchgang 1 ohne den klassischen Stoßstürmer, sondern mit mehreren ähnlichen Spielertypen, die immer wieder Positionswechsel einstreuen mit Borkowski, Gogia und Conte. Das hat richtig gut funktioniert. Oder dann eben die Variante mit Kutschke, der sehr mannschaftsdienlich immer agiert, aber eben dann so ein klassischer Zielspieler vorn drin ist. Scheffler kommt auch irgendwann wieder zurück. Also da hat Markus Anfang schon den Luxus, sich auf die verschiedensten Gegner in dieser Liga mit mehreren Optionen einzustellen. Bei Zwickau, wir haben es gesehen, Noah Agbaye für Baumann jetzt drin im Spiel. Aber es ist natürlich auf der einen Seite prima, dass man diese personellen Möglichkeiten hat, dass man diese Fülle, diese Breite im Kader besitzt. Auf der anderen Seite musst du natürlich diese Masse an Spielern auch irgendwie im Gesamtpaket bei guter Stimmung halten. Und da kann es natürlich auch schnell mal zu Reibungen kommen. Ja, sehr viel Fingerspitzengefühl beim Coach gefragt. Deshalb kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass man sich eher noch vom einen oder anderen trennen wird. Warum spielt denn ein Jan Scherbakowski heute zum Beispiel nicht? Gut möglich, dass der vor dem Absprung steht. Foulspiel an Asibe Mensah. Freistoß für Zwickau. Nochmal eine gute Gelegenheit. Hätten sich aufgrund des Engagements, des gesteigerten Engagements in der zweiten Halbzeit auch ein Tor verdient. Die Herrschaften in Rot und Weiß
letzten Züge dieser Partie. Köbel direkt oder scharf in den Fünfer. Direkt. Aber nicht gut genug für Niklas Heger, der da sicher zupackt. Gerade da war das Loch da für Kutschke in der Zentrale. Kade hat es nicht gesehen. Mit Ruhe gelöst, gibt Applaus in dem Fall vom Geburtstagskind, Co-Trainer Robin Junge. Das dürfte abseits gewesen sein, wenn er an den Ball kommt. Kommt Kade aber nicht, Zwickau mit Frick. Und Möker. Joe Enox hat hier bislang nur drei Spieler nicht gebracht, der Ersatztorwart Max Sprang, außerdem Adam Susac, der ist es aber gewohnt, unter Enox eigentlich 90 Minuten nur Ersatz zu sein. Und auch Till Streller ist noch nicht mit von der Partie. Alle anderen sind zum Einsatz gekommen oder gerade noch aktiv. Werden dann im Anschluss dieser Partie natürlich auch noch beide Trainer vors Mikrofon holen. Die Interviews mit den Coaches servieren wir ihnen dann, wie sie es gewohnt sind, bei uns online. Entweder im Web oder in der Spio-App. Und eine Zusammenfassung dieses Testkicks. Dann auch nochmal in den Nachrichten im linearen Fernsehen bei MDR Aktuell. Oder dann eben auch online, je nachdem, wie Sie es mögen. Abseits Flachodimos. Von Löhmannsröben bringt da Vogt ein bisschen in die Bredouille. Dresden nutzt das, diesen unsauberen Pass, um sich draufzuschieben. Zwickau befreit sich. Aber dann auch nicht präzise genug. Demos, guter Ball für Kutschke. Den nimmt er nicht gut mit. Dresden bleibt dran. Batista Meier. So verspielt. Becker. Nochmal Batista Meier. Nochmal Kutschke und dann Zwickau im Pfostenglück. Brinkis und das Aluminium.
retten den FSV vor dem 0:4. Hätte Stefan Kutschke natürlich gut getan. So fürs persönliche Ego. Eckball Batista Meier. Komme ich immer noch nicht drauf klar, dass der mit Handschuhen spielt bei diesen Temperaturen. Sorry. Ja, vielleicht läuft es mit der Durchblutung nicht so richtig, dass die immer kalt sind, die Patschen. Letzten zwei Minuten in diesem Testspiel. Erik Weißbach, der Unparteiische, der zweimal gelb zücken musste, das auch zweimal zurecht gegen Baumann und von Schrötter. Jeweils auf Zwickauer Seite hat er ansonsten gar keine Mühe mit dieser Partie und wird hier, davon ist auszugehen, auch pünktlich dieses Testspiel, dieses vorletzte für beide Mannschaften vor dem Start in die dritte Liga beenden. Für beide am Wochenende dann die Generalproben. Zwickau gegen Auerbach, das Ganze dann aber auf dem Trainingsplatz des FSV Zwickau. Ebenfalls leider auch ohne Zuschauer, weil das da die Gegebenheiten nicht ermöglichen. Und Dynamo an der Walter Fritsch Akademie. Da dürften, denke ich, Zuschauer erlaubt und dabei sein. Gegen den polnischen Erstligisten Legnica. Das Ganze jeweils am Samstag, 13 Uhr. Batista Meier. Mauer mit Tempo. Lachodimos. Fängt sich hier Zwickau noch ein. Ah, leichtfüßig, Lachodimos. Und dann kein Abnehmer. Aber man merkt, der hat wieder Lust am Kicken. Letzten 10 Sekunden. Schiedsrichter Weißbach schaut schon auf die Uhr. Und dann wird es hier mit einem 3:0 für Dynamo Dresden zu Ende gehen. Jetzt ist Feierabend. Das war ein sehr gelungener Test für die Mannschaft von Markus Anfang im zweiten Durchgang. Nur noch das Nötigste gemacht. Hinten raus dann noch mal ein bisschen in den Schwung gekommen. Mal gucken, ob die, die heute hier erst nach einer Stunde zum Einsatz gekommen sind, am Wochenende die Startformation bilden. Und Markus Anfang sich da beide Gesichter noch mal anschauen möchte. Der Anzug aus Durchgang 1, der hat schon mal prima gepasst. Das bleibt festzuhalten. Der aus Zwickauer Sicht dagegen gar nicht. Da war eher der zweiten Halbzeit schon ein Stück weit besser. Beide Coaches werden ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem Spiel ziehen. Es ist und war ein Testspiel, das darf man nicht zu hoch hängen. Aber man hat auch gesehen, dass die Ansprüche und die Aufträge, die beide Clubs haben, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das war heute vor allem in Halbzeit 1 auch auf dem Platz zu sehen. In diesem Sinne soll das von meiner Seite aus gewesen sein. Dynamo Dresden ist auf einem guten Weg, so wie es scheint. Da humpelt nur noch der Trainer aktuell. Und der FSV Zwickau muss seine Hausaufgaben natürlich im Trainingsbetrieb machen und hat vor allem aufgrund der ersten Halbzeit hier ordentlich erkenntnisreiches Material bekommen, wo noch die ein oder andere Stellschraube zu drehen ist. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche noch einen wunderbaren Dienstag. Genießen Sie das frühlingshafte Wetter und bleiben Sie hübsch gesund. Alles Weitere dann online oder bei den Kollegen von MDR Aktuell. In diesem Sinne, sportfrei und Gruß.